Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder super weiches Hefegebäck für euch. Wir brauchen 200 ml lauwarme Milch, 200 ml lauwarme Schlagsahne, 2 Eier, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Zucker, ein Päckchen Trockenhefe und so ungefähr 600 bis 650 Gramm Mehl. Ich werde erstmal alle flüssigen Zutaten in die Rührschüssel hineingeben mit dem Zucker und Hefe und vermischen. Anschließend gebe ich dann die restlichen Zutaten hinein und bereite einen geschmeidigen Hefeteig vor. Es wird ein sehr weicher Hefeteig, wundert euch nicht. Ihr könnt den Teig auch in eine Küchenmaschine vorbereiten. Salz habe ich auch mit dem Mehl jetzt erst hineingegeben. Ich werde euch erstmal die Konsistenz zeigen, damit ihr so ungefähr wisst, wie die Konsistenz sein soll. Wie gesagt, es wird kein fester Teig, auf gar keinen Fall mehr Mehl hineingeben. Deswegen habe ich den Teig auch mit einem Spachtel jetzt gerührt. Mit der Hand konnte ich das leider nicht kneten, weil das ständig an den Händen kleben bleibt. Ich gebe ein bisschen Mehl darüber, decke das ab und lasse es so ungefähr eine Stunde gehen. Nach einer Stunde ist der Teig immer noch weich, aber man kann den kneten. Hier könnt ihr auch sehen, wie schön der Teig geworden ist. Ich bereite jetzt aus dem Teig Bällchen vor. Die waren bei mir so groß wie eine Zitrone. Ihr könnt ihr natürlich auch kleiner oder größer halten. Diese werden dann mit einem Nudelholz oval ausgerollt. Die untere Seite, die habe ich dann richtig in ganz dünne Streifen geschnitten. Ihr könnt das mit einem Messer schneiden, mit Pizzaschneider oder mit Spachtel. Also ich habe das jetzt mit Spachtel gemacht. Das war super einfach. Auf die obere Seite gebe ich geriebene Käse. Die Seiten habe ich dann nach innen eingeschlagen. Dann wird das fest eingerollt. Ihr könnt natürlich auch statt geriebene Käse Frischkäse nehmen oder Schafskäse. Das ist euch überlassen. Heute habe ich das mit geriebene Käse gemacht und das war richtig, richtig lecker. So habe ich das Ganze vorbereitet und auf ein Blech gegeben und auf dem Blech nochmal 15 Minuten gehen lassen. Da die ja noch beim Backen aufgehen, habe ich die getrennt in zwei verschiedene Auflaufformen hineingegeben. Nachdem sie in der Auflaufform nochmal 15 Minuten gegangen sind, habe ich die mit Milch bestrichen und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken. Die sind jetzt raus aus dem Ofen, sind wie gesagt super, super weich und lecker geworden. So, ihr Lieben, das war es dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss!